Was da? Und schon an. Okay. Oh, komm her. Okay. Peinlich. Das konnte ich schon mal besser, ey. Tausend und Hornschild der Schmelztiger, okay. Das bekomme ich von ihm. Haben wir da eigentlich schon alles erkundet? Ich weiß nur, dass wir beim ersten Mal, als wir den begegnet sind, einfach mal weggelaufen sind. Brücke voraus. Ja, was du nicht sagst. Okay, mal gucken, ob wir hier was vergessen haben. Oder sind wir so? Ja. Das Grab hier ist voraus. Ich sehe hier absolut nur einen Abgrund. Ist auch nichts, wie es aussieht. Aber da war, glaube ich, noch ein anderer Schmelztiegerritter. Den machen wir noch. Gott, müsst ihr euch einmischen, ey.
Echt? Von ihm bekomme ich nur eine Dunkelschmiede dann. Na komm, das sind noch mehr Gegner irgendwo. Oder auch nicht, hä? Das alle von den kleinen Viechern. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ach, der hat da gerade auch was bewacht, ey. Schmiedestein. Giftversuchung. Ist Gift so wirksam gegen ihn? Ja gut, hey. Das war's dann schon wieder. Hier denkt viel mehr oft. Oh gut. Wie komme ich überhaupt da hin an der Stelle? Das sieht irgendwie auch so aus, als wäre ich noch nicht dort. Man könnte irgendwie da hin. Aber die Frage ist wie, doch ein Portal vielleicht. Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, ey. Fliegt nicht irgendwie eine unsichtbare, ein unsichtbarer Boden. No. Es ist Nacht. Ha! Ich glaube, ich habe hier echt noch nicht alles gemacht, weil mir fehlt da offensichtlich irgendwie eine Karte. Ich noch nicht habe. Gehen wir mal wieder da zurück. Da konnten das noch mal genau. Also ja, brauchen wir nicht mehr, weil sich das automatisch intuit, was ich geil finde. Nope. Das ist eine bestimmte Bedeutung. Ah, damit ich da rüber springen kann. Ah. Ne, lassen wir mal. Wow, ich dachte gerade schon, ich würde runterfahren. Kann ich nochmal den Boss machen? Oder da was tun? Ah, das wäre geil. Ohne vielleicht ein Loot, was ich übersehen habe.
Gigantisch. Ne, hier kann ich nichts machen. Das kann ich irgendwie nicht kaputt haben. Nee, schon da ist rein gar nichts zu sein. Ach, da fällt mir gerade was ein. An einem anderen Ort habe ich wieder was gelesen, was ich glaube ich nicht gemacht habe. Wo ist der Ausgang? Müsste es da nicht einen Weg nach draußen geben? Ach so. Ich weiß nicht, warum ich hier zurückgekommen bin. Ne? Aber vielleicht dachte ich hier, ich finde ja noch was. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein DLC, wo man da mehr machen kann. Ja, auf jeden Fall interessant. Ich glaube aber hier tatsächlich noch doch nicht alles. Gemacht zu haben. Oh shit. Den Sprung habe ich nicht geschafft. Wo Marek ist voll. Ich hoffe in der Nähe. Was setzen wir hier? Kann ich eventuell jetzt dieses Gnade beruhen?
Na, Tatsache, jetzt geht's ja. Ja. Kann er ja kein Pferd nutzen. Wir holen erstmal unsere Runen zurück. Noch mehr. War da wieder eine Nachricht? Ach nee, ein Objekt, lol. Habe ich völlig übersehen. Ich will erstmal meine Rune wieder haben. Oh, die sind friendly. Ja, habe ich tatsächlich ein Objekt übersehen. Geben die überhaupt noch was? Nicht wirklich. Fürst des Blutes, eurer Eminenz. Ich flehe euch ein Gewehr, mein Sitz am Tisch der Dynastie. Lange lebe die Morgwind-Dynastie. Moment, ist das das Morgwind da vorne? Das Morgwind-Palast. Oh Gott. Hau ab. Gott, wird er lästiger. Danke, dass du reinläufst. Habe ich jetzt meine Ruhe? Tatsache. Okay, das ist dann das Gebiet. Interessant, wie das miteinander verbunden ist. Vielleicht bekomme ich da die Karte. Dann hat sie die Sache erledigt, aber der Rechts sollte es anscheinend was geben.
Kann nicht versuchen, oder? Was? Wo sind wir jetzt? Also das hatte man also nicht dann. Gut. Sehe ich das jetzt auch. Hab ich jetzt wieder irgendwas vergessen? Wir wollten jetzt wohin nochmal genau? Dann wir wollten zu Kayla da. War es sonst noch irgendwas? Ach, mit den zwei Türmen. Weiß ich ja immer noch nicht, was ich da machen muss. Was sonst noch irgendwas? Ah, Hausvulkan, genau. Oh, meine Güte, ich vergesse Sachen. Ist einfach so. Ja, da werden wir, denke ich, nichts mehr machen können. Was machen wir jetzt erst? Keller würde sein, danach Haus Vulkan. Ja. Da haben wir auch noch einen Boss vor uns. Wenigstens da haben wir es reingeschafft. Welche zwei Türme sind das jetzt nochmal? Ketzerischer Turm, glaube ich. Frag mich, was das ist. Silitter Heiliger Turm ist da. Ah ja. Schmiede der Riesen. Ja, ketzerischer Turm. Und das andere Turm ist, glaube ich, bei hier irgendwo. Auf der anderen Seite. Konvertierter Randturm. Die beiden Türme fehlen uns noch. Mäßig. Bei den ganzen anderen Türmen sind wir ja reingekommen. Ja. Ja, wir gehen jetzt nach Kelet. Ich hoffe, das geht ein bisschen schnell. Ich meine, mit dem Aufnahmen meines Handys, damit wir endlich weiterspielen können. Aber es sind ja halt noch ein paar Dinge. Den Einboss haben wir auch noch nicht erledigt. Den Riesengargoyle da. Greyrods Drachenhügel da. Den sind wieder totgestampft hat. Es regnet. Uff, interessant.
sehr gefährlich, ey. Verblüffte Schmiedesteine, oha. Der tut Schmiedesteine. Oh lol. Da liegt tatsächlich noch was rum. Kopf der großen Libelle. Ah, aber das ist eine Ruine. Müsste dann nicht irgendwo einen Weg nach unten gehen? Also so eine Art Untergrund. Mich wieder Loot zu machen kann. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe keine Zeit für euch. Also bis jetzt habe ich da noch nichts entdeckt. Aber das sind definitiv zu viele Loots, die ich nicht eingesammelt habe. Das sieht man, dass ich halt wirklich nur ein bisschen durchgerannt bin. Ach, halt Maul. Der hat's überlebt, Wahnsinn. Feuerblüten geben die auch egal. Als ob hier echt sonst nichts ist. Bin ich schon ein bisschen enttäuscht, dass es hier nirgendwo eine Treppe nach unten gibt. Hätte ich jetzt eigentlich von einer Rune erwarten müssen sollen. Naja, vielleicht habe ich es nur übersehen. Ja, Tatsache, ich habe es übersehen. Da ist es ja. Was? Okay, das ist einfach nur Feuer. Ich dachte, da wären noch Gegner, die das Feuer machen. Gut, mal sehen, was da ist. Wieder ein Boss. Ja, das wird ein Kennerspiel. Ah, oh, das sind sogar zwei. Oh Mann, ey.
Okay, ich bekomme Neuronen. Zorn. Was ist das? Feuerspucker-Schild. Okay, cool. Interessant. Aber was ist das für ein Ding, ey? Was ist das hier? Feuerspucker-Helm. Oder... Oder ne, das Schild war das. Ich gucke jetzt aber trotzdem nochmal nach. Bei den Köpfen. Bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ne, ist schon ein Schild. Großschild. Stärke 44 brauche ich dafür. Uff. Zunge des Feuers. Haltet das Schild hoch und feuert Flamme aus seinem Schlund. Halten, um weiter Feuer zu schalten. Ja, geil. Ich würde jetzt mal gucken. So. Komma 7. Jetzt nicht mehr. Immer noch große Last. Okay. Gott, deine beste Entscheidung. Hat das irgendwie einen Passive-Effekt? Nee. Ah ja. Wirkt trotzdem aber ein bisschen zu schwer. Ach, das sieht wieder komisch aus. Lol. Ah, ich weiß nicht. Wo ist der König? So sieht das also aus, okay.
Schrecklich, ja. Das ist, würde er auch noch gern. Ja, da. Ja, gut. Lassen wir mal so. Ich glaube, sonst haben wir hier nicht wirklich was übersehen. Gehen wir mal zum Drachenkommandeur. Wir haben ja über 20, 30 Drachenherze. Schauen wir mal, was wir da machen können. Wir bekommen ja noch ein Drachenherz, weil wir, glaube ich, eine Magma-Alien-Form im Haus Vulkan gar nicht gemacht haben. Wo kann ich meinen Dinger anbieten? Da. Was gibt es denn? Aegis Flammen. Was ist Greywalds Brüllen? Stößt das Brüllen des ältesten Drachen Greywald aus? Kahnenergie 17. Verwandelt den Zaubernden in einen Drachen, der ein schreckliches Brüllen ausstößt und die Angriffskraft und Verteidigung von Gegnern in der Nähe verringert. Okay. Drachenschlund. 18 Stück. Okay. Boah, ja, alles Nebel. Ja, das Ding ist halt, ich brauche überall halt ziemlich eine hohen Ausdauer, ziemlich hohen Glauben. Und Weisheit ist hier völlig egal, wie es aussieht. Das heißt, eigentlich müsste ich eigentlich aus dem Run wirklich irgendwie noch Arcane-Energie leveln, damit ich noch was von denen habe. Ich hab noch zwei, lol. Aber ich hab mir jetzt ja alles geholt. Ich hab noch zwei dran, ist egal. Ups. Lächerlich. Vorsicht vor rechts, ja. Jetzt will ich noch einmal den einen Weg da gehen. Moment mal. Brunnen von Seofrau, wo ist denn das? Wo habe ich. Wie habe ich jetzt Ruhen bekommen? Ja, wir hatten das jetzt da. Moment, tiefer da. Brunnen. Raus. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt da was machen können, aber wir schauen mal.
Und weil wir es in Number Runner eh verkackt haben mit den NPCs mit den meisten, töten wir noch ein paar. Ja, egal. Haben ja sonst nichts zu tun. Trellert. Ah ja, Ruinenfragmente brauche ich ja. Ups. Was? Ich sehe hier kaum was, ey. Gut, dass sie sich nicht wehren. Ne, da vorne sind noch mal welche. Das müsste mich jetzt noch treffen. War schon genug. Waren da jetzt noch Materialien? Die ich hier einsammeln konnte. Ah ja, Giftpilze. Ein Blutfleck. Ich hätte noch was anderes gesehen. Ach, da ist auch noch was. Gut.
cool. Ich hatte aber sonst echt keine Lust zu sein. Weil ich übersehen hätte. Ich komme hier immer noch nicht dran. Das ist ja gemein. Schmutz. Gerade was kaputt gemacht. Leider, ich kann hindurch sehen, ey. Was ist das denn? Ich komm dadurch leben, ey, was ist das? Okay. Versuchen wir was anderes. Und den nicht. Ich glaube, ich hätte da eine bestimmte Quest machen müssen, die ich verpasst habe. Na gut. Fluch des Saatbeets. Ja, was würde ich jetzt noch großartig machen? Kaputt haben kann man das nicht. Naja, lassen wir es. Bringt so nichts. Das große Kriegergefäß können wir ja nicht zerstören, aber ich habe da gerade was gesehen. Dann gehen wir einfach mal schnell in der Kirche aus. Aber alles wäre schnell gegangen, aber egal. Ich würde jetzt unbedingt diesen Weg gehen.
natürlich. So komme ich nicht zum Ding. Zum Ehrenbaum. Okay, habe ich den gesehen? Sah der so verdächtig aus? Ja, Leute, da ist ein Gegenstand. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Gesprungen der Topf. Ah ja. Die kann man nicht kaputt machen. Schade. Man da irgendwie hoch auch nicht wirklich. Können aber meinte ich hätte gedacht ich würde da was sehen. Na gut, dann wäre das auch abgeschossen. Also ich will jetzt noch mal ganz kurz schnell zurück zu Leona. Mal sehen, ob die noch da ist. Wenn sie uns nichts mehr sagt oder so, dann erledigen wir sie. Nerviger. Das müsste hier irgendwo sein, oder nicht? Wo war der hier? Ja, die war ja mal, aber die ist da nicht mehr. Oder ist sie da oben?
Da ist auf jeden Fall was. Wieso ist sie hier nicht mehr? Doch, da ist sie, oder? Nee. Das war nur sowas. Der. Keine Ahnung. Die war da, glaube ich, oder? Nacht. Malenias Marsch gen Süden, Mikaelas Klänge und ihre Reihenfolge verleiht ihr nie zu stutzender Schwingen. Bringt mir das eigentlich was, wenn ich die alle untersuche? Ja, also warten wir bis in der Nacht. Sehen, ob da jetzt dann was passiert. Oder war es schon Nacht? Ja, glaube ich schon. Hier passiert ja nichts. Oh, das sieht ja geil aus. Hier ist nur eine Grabe. Streifen weißes Flasches, okay. Mehr droppt er nicht. Oder ist das wegen der Umgebung, ey? Keine Ahnung, warum man da jetzt unbedingt nachts hin sollte. Passiert da nichts.
So, ich würde sagen, wir erledigen jetzt mal alle Händler, damit wir alles zusammenbekommen. An einem Punkt. Wenn wir damit schon angefangen haben. Den Esel kann ich auch töten. Egal, Mann. Was soll ich denn da? Egal. Dachte, hier würde noch irgendwas Besonderes passieren. Weiter. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, komm. Das mit dem Sprung, ey. Da war's ja. Nein! Och, komm. Bin ich wieder runtergefahren, ey. Das ist so bescheuert mit dem Pferd. Ich komme tatsächlich da hoch. Und wir bekommen hier wieder Ruinenfragmente. Sehr schön. Brauchen wir ja auch. Ich weiß nicht, warum ich unbedingt dahin wollte jetzt. Ah, da wäre ich einfacher hochgekommen. Haben wir noch Händler?
Bei Godric haben wir da keine, okay. Kistenhöhler. Da haben wir noch einen Händler. Oder beim Turm haben wir auch noch einen Händler. Wie werden jetzt alle Händler zerstören? Also ich glaube, irgendein Händler davon hat er jetzt Gegenstand. Ach so, du. Boah, das war ein kleines Spiel. You'll end up just like me. Wait. Is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. Ja, gehen wir hin. Mensch, schon wieder zwei Stunden um. I can't just curl up and die, can I? Wo verliere ich so viel Zeit? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamstress. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very. I always wanted to be a. Then I suppose I. Ja, gut. Eigentlich wollte ich nur wieder raus aus der Höhle, um zu dem Händler zu kommen. Oder Redner oder Satz. Ja, gibt mir jetzt auch nicht wirklich was, dieser Esel. Schade. Gut. Dem nichts gedacht. Wie doof. Voll gemeint hat, das ist nice. Oh Mann. Thank you.
Das ist ein Pilze, schön. Euer Pilz. Oh, jetzt geht da ein starker Wind, nice. Oh, Früchte. Als ob ich da jetzt nicht hochkomme, ey. Gut, jetzt sind wir weggeflogen, weil. Ich dachte, ich würde hier Ruinen vor Gemeinde finden, aber da habe ich mich geirrt. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Ah ja, zu der einen Kirche. So. Ah, okay, da wurde es das unbedingt so. Gut. Also ich gehe mal davon aus, dass das Vieh einfach 2000 Leben hat. So eine Riese. Also eine Riese. Da auch kein. Ey, warum sind hier keine Ruinenfragmente? Was? Händler? Händler was? Händler. Eine Kale. Gib mir da irgendwas. Kann ich dir irgendwie zum Schweigen bringen? Nicht wirklich. Ja, vielleicht hat auch er das. Was? Schmierstein 1. Habe ich das nicht gelootet? Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. Ah ja, Teleskop, genau, das wollte ich eigentlich. Oh, der hat auch einen Fucker. Thank you.
Na, was ist jetzt dein Ziel, Esel? Bist du jetzt böse auf mich? Oh, der hat sogar 24 gegeben. Na gut. Wird den ja noch schon erledigt? Nee. Gut. Bastardschwert hat er, okay, geil. Hutzorn und Schild. Ach, der Armbrust. Der verkauft auch Schmiedesteine, interessant. Da schon? Mir wäre es, als hätte ich da was gehört. Benutzen wir das nochmal. Diesmal wollen wir woanders hin. Ups.
Lol, ich kann da echt hin, okay. Das sind sogar Loot. Riesenschildkrötenpanzer. Wenn man da stand. Moment mal. Komm, ziehen wir uns wieder richtig an. Kettenrüstung. Das geht ja noch. Fingerabdruck-Rüstung. Haben wir bekommen. Okay. Naja. Ups. Dann nochmal neu. Und wir sind jetzt da gelandet. Schön. Es wäre eine Nachricht. Und da ist tatsächlich nichts. Okay. Aber schon interessant, dass man da hier hinkommt. Ich dachte nur, ich hätte was gehört. Hin, was wir den ganzen Tag gehört haben, oder? Na, ich dachte irgendwie ein Ritter oder so hätte ich gehört beim Ende. Ach so, da ist er. Schwere Beste im Knochen. Ah, da müssen wir die Bären machen. Oh, da ist nichts. Das ist mich trotzdem interessant. Ist jetzt der Esel immer noch da? Oder war ich selber, den ich mich da gehört habe?
Ich glaube, es ist doch tatsächlich der eine, den man da hört. Ja, der ist es weg. Okay. Ah, dieser Umweg, ja. Für nichts. Ja, ich glaube, den haben wir gehört. Ups, macht das irgendeinen speziellen Effekt? Ah, okay. Das ist sehr praktisch. Gut, hat man jetzt nicht gesehen, aber Gott. So, das haben wir jetzt alles, oder? Da ist, glaube ich, noch ein Händler, oder? Naja. Den Händler machen wir auch noch kalt. Aber jetzt kaufen wir ihn, die Sache ab, die wir noch haben möchten. Ich frag mich, ob da was passiert, wenn wir alle Händler erledigen. Back over it. Unusual, Philip. Did this aged merchant have something that caught your eye? Was ist der für eine komische Stimme? Ach, Laterne, von ihm haben wir die Laterne gekauft, ja geil. Und zwei Hände verkauft er. Drei Opferzweige? Uff. Da reitet das weg, ja. Ja, den Turm haben wir da, also das Mausoleum haben wir da abgelegt. So, was haben wir da? Zauberans Seelen? Haben wir die nicht erledigt? Jetzt bin ich überrascht, ist sie wieder da. Freikarte.
Sie lebt ja wieder. It will do no good, I swear it. And yet you persist. You frothing degenerates. Gott, was ist mit dir? So. Giftstein habe ich, lol. Ich habe wieder 44 Runen vom Antanas. Schön dennoch in Geist verwahrt. Ja. Der Geist einer Adel hinter seinem Platz in der Real Lucaria anforderte, um die Schimmerstein-Zauber zu erlernen. Seine Talente reichten jedoch nicht aus, um sich einer Steinkrone als würdig zu erweisen. Und so kaum ist, dass er am Ende nur die primitivsten Zaubereien meisterte. Ja. Ja. Schimmerstand da raus. Olivinus. Zauberzwillings. Ah ja. Zwillings war es. Ah ja. Interessant. Interessant.
Wir waren eigentlich nur für der Kopflose. Der Geist einer kopflosen Ritterin, die Soldaten des Mausoleums anführt. Ah. Okay. Schleudert eine Spektrallanze des Todes. Lufel opferte ihr Leben, um im Tod einen seelenlosen Halbgott bis zu seiner Aufstellung beschützen zu können. Für ihr Opfer wurde sie als Heldin mit einer Ehrenbombenbegräbnis geehrt. Das ist eine Asche von Tische der schwarzen Klinge. Tische gehörte zu den Assassinen, die in der Nacht der schwarzen Messe ihre Klinge mit der Rune des Todes verhalten und Gott werden den Goldenen ermordeten. Sie war die Tochter von Alecto, dem Oberhaupt der schwarzen Klinge. Okay, krass. Und fiel bei der Flucht der schwarzen Klinge aus der königlichen Hauptstadt, als sie ihre Mutter beschützen wollte. Ja, ich glaube, wir müssen was anderes machen. Wo war das nochmal? Da. Schon irgendwie merkwürdig mit der. Azus Zauberer zeigen. Ah, then you have seen Master Azure. Master Azure was a founding Glimstone sorcerer and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. You make us both proud. We can speak more later, my apprentice. Erzählt mir eure Geschichte. If you recall, I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. It was for attempting to restore the primeval current of Glimstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want Glimstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos, no matter what we give in return. My apprentice, I presume nothing. Teacher and student are not bound to tread the same path. But hear me out, my apprentice. I need your help to restore the primeval current of Glimstone sorcery. Perhaps this is a journey we could take together. Reisen wir gemeinsam. Splendid. I thank you. This pleases me. It's been far too long since I found a fellow kindred spirit. You must have a fabulous teacher. Ah, ja. Ich habe eine Bitte an euch. I need your help, my apprentice. Master Lusat is another founding Glimstone sorcerer. And like Master Azure, he was banished from the academy. Now he languishes in prison somewhere. My apprentice, can you find Master Lusat? With this Glimstone key, you should be able to cross the boundary that encloses him. Serianischer Ziegebrecher. I need him to restore the primeval current of Glimstone sorcery. He's nigh a child of the stars, such as his body now. Lusat? After his expulsion from the academy, I heard that Master Lusat returned to his home, a place called Celia in the eastern Caelid wilds. Thinking about it, I obtained the Glimstone key I gave you from a Celian sorcerer. It wouldn't be too much of a leap to suppose he's still cooped up nearby.
Okay, interessant. Ah, ich glaube, ich muss das echt weiterhören. Ich wollte dich ja zum Morgan Palace, aber wir machen das jetzt noch. Wir ziehen die Quest durch jetzt. Ich muss aber jetzt mal echt auf Toilette und rauchen, deshalb kurze Pause. Also bis gleich.